Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Ja, wir sind hier beim letzten Mal in Amatree angelangt. Mal sehen, was die Bewohner hier zu sagen haben. Ihr Vater wurde einmal fast entführt. Ja, die Ameisenhöhle ist ein massives Netzwerk von Tunneln, die von Käfer-Pokémon gegraben wurden. Es ist reich an Small Spawny and Trice, aber in den tieferen Gebilden auch von ihren entwickelten Formen. Und im tiefsten Inneren lebt die Königin, die Sikamater. Naja, die kennen wir schon. Ja, ich möchte nur heute sehen. Okay, man sagt, dass sie manchmal kleine Kinder frisst. Und dass in der Antel auch Menschen verschwinden. Weil sie die frisst quasi. Okay. Ja, der warnt uns. Auch die wilden Pokémon können gefährlich sein, wenn die zu Hunderten angreifen. Aber das ist mir klar. Pominion, bevor wir über die anderen Regionen Bescheid wussten, gab es hier viele Stämme Ureinwohner, die in Baker gelebt haben und die das meiste der Region besiedelt haben. Ach so. Langweilig. Oh, das kenne ich. Wow, du hast ihn noch gefunden. Gute Arbeit. Ja, ja. Ihr regnet immer. Aber ist schon okay. Ich mag Regen. Ja, hier bei uns regnet es im Moment auch gerade. Hier in Amatree musst du dich nicht um den Lärm des Verkehrs kümmern, der dich nachts wach halten könnte. Aber du musst dich vor Käfern in Acht nehmen. Naja, da ist mir der Straßenlärm schon lieber. Kannst ja das Fenster schließen. Die Leute hier in Amatree nehmen nicht gern Geld. Die sind nur an Bären interessiert. Okay. Hallo. Heilende Items. Ja, komm. Also funktioniert das? Warten wir mal ab. Okay, das wäre schon interessanter. Aber brauche ich im Moment nicht. Ja, ich möchte gern Pokémon. Nee, nee. Nee, die kenne ich ja alle schon. Glaub ich. Nee, ich möchte im Moment nichts tauschen. Ich glaube, ich habe noch von allem genug. Denke ich mal. Toxin gefunden. Okay. Was sagst du mir? Wir mögen die Technologie nicht wirklich. Manche von uns brauchen immer noch Aprikos, um Pokémon zu fangen. Okay. Na dann. Hast du schon mal einen von den Kostanzen gesehen? Nein, die sind wirklich schön. War ich hier schon drin? War das die alte Dame da? Ja. Geh doch da rein. Nee, war sie nicht. Wusstest du, dass ältere Menschen denken, dass Pokémon Quadlet wäre legendär? Weil es so beeindruckend aussieht, weil es durch die Bäume schlittert. Ach so. Im Waldleben ist manchmal ziemlich angsteinflößend. Aber immerhin findet man coole Sachen auf dem Boden. Okay, dann gib mir die Sachen, die du findest. Junge. Ist das hier das Pokémon Center? Hallo. Jawohl. Ja. Ja, du wirst mich vielleicht bald wiedersehen. Kein PC, kein Markt. Verdammt, ich bin am Arsch.
Ich muss mich somit auf meine die Talente meiner Pokémon verlassen. Naja. Marjorie hat keine Internetverbindung. Also hat der Haus kein PC. Verdammt, ich habe meine stärksten Pokémon da drin gelassen. Ja, dann bist du selber schuld, wenn du die stärksten Pokémon nicht mit hast. Bitte eine Herausforderung. Der Arenaleiter ist nicht hier. Er ist nicht zurückgekommen, seit er in Magion ist, um zu trainieren. Das war ziemlich lange her. Du bist ein starker Trainer, nicht wahr? Tico ist ein Feuer-Pokémon-Trainer. Also ist er wahrscheinlich tiefer reingegangen, um zu trainieren. Also, finde ihn. Als Aufgabe für den Orden. Das ist ein gutes Kind. Ich habe Käfer-Spray. Das sollte die Käfer fernhalten. Das ist cool. Okay, dann waren wir jetzt überall. Dann müssen wir jetzt den Arena-Leiter finden. Wahrscheinlich ist der da, wo wir nicht reingekommen sind. Vielleicht. Ne, hier unten war es nicht. Okay. Ah, ja, ich verstehe schon. Ich muss das da verwenden. Wenn ich dann noch dahin finde, ist die Frage. Jetzt muss ich das Ganze wieder zurücklatschen. Nur um diesen Trottel zu finden, der nicht auf sich allein aufpassen kann. Und sowas nennt sich Arenaleiter. Kann es ja echt nicht sein, Leute. So, hier ist es eigentlich auch schon. Aber war es nicht in der Demo so, dass dich jemand in der Höhle nochmal heilt? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ja, ich bin weggekommen. Ja. Aber ich glaube, gegen das Riesenvieh würde ich dann Paytay zur Hilfe ziehen, oder nicht? Naja, ich möchte eigentlich das Riesenvieh wieder fangen. So wie in der Demo auch schon. Wäre ziemlich cool. Okay, hier. Ja, der Käfer Spray benutzen. Geht weg. Okay, ich habe sie wütend gemacht. Oh, das ist noch ein Item. Super Schutz. Und ins Loch rein. Sie kommt! Wer kommt? Roach? Wer kommt? Ja, Intensität. Naja, nicht wirklich. Warum macht ihr mir so viel Schaden? Mag ich nicht. Tschüss. Und nein, ich möchte nicht wechseln. Da kann ich nochmal das einsetzen. Funkensprung oder was das ist. Keine Ahnung. Gekrettet. Sehr gut. Und dann hast du nochmal so eins. Nicht ganz. Aber fast. Roger Bolt, dazu keine Defense irgendwie. Ist ein bisschen mühselig, aber es geht schon. Und mit dem komme ich auch klar. Nämlich so. Ich dachte, das ist der Elektro. Weiß ich gerade nicht. Das hat sich geheilt, das Mistvieh. Stirb. So. Das noch eins. Was hast du denn noch? Ach, das große davon. Na super. Ach, du hast... Voltabsorber. Dann bist du aber Elektro. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Kleinen sind nur Käfer.
komm schon, Tybalt, es muss stärker. Ja, noch ein bisschen stärker wäre cool. Ich versuche mich mit Elektroattacken anzugreifen, was natürlich nichts bringt. So. Ich gebe ein Level-Up für Tybalta, sehr gut. Das noch mal eins. So, das müssen jetzt aber alle gewesen sein. Die kleinen mit den Entwicklungen. Okay, offenbar sind wirklich nur die Doppeltyp. Okay, das reicht nicht. Shit. Shit, 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 shit. Mach du das. So. Gibt auch ein Level-Up für Metalinks. Sehr gut. Ah, sie kann mich holen. Wer denn? Mutter. Welche Mutter? Deine Mutter? Na, man sollte immer auf seine Mutter hören, Kleiner. Oh, das ist nicht deine Mutter. Das ist nochmal so ein Typ. Aber zuerst werde ich wieder so einen hässlichen Käfer angegriffen. Tschüsschen. Ein Eindringling! Fly. Hello, McFly. Was tun wir gegen dich? Bist auch Wasser. Das ist natürlich Wasserabsorber. Nicht cool. Nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Das macht mir nichts. Nicht viel. Aber wer kommt? Ich weiß noch, wer kommt. Ihr wisst es auch noch. Schlitz sie alle weg. Nein, ich auch. Nee, jetzt kommt der noch mit der Kratzfuge. Ach nee. Ja, ist nicht sehr effektiv. Aber nervt trotzdem tierisch. Okay, das ist auch nicht sehr effektiv. Das auch nicht. Ist aufgehört zu regnen. Schlitzen wir mal dich kaputt. Oh, das war's schon. Okay. Mutter wird davon hören. Ja, ja, ist doch deine Mutter. Ja, eigentlich sollte ich jetzt wirklich am ehesten mein Pager nach vorne nehmen. Okay, nee, Metallings braucht noch keine Heilung. So, hungrig. Ja, dann isst doch was. Hast du keinen Riegel dabei? Kein Energieriegel. Man sollte nie ohne was zu essen auf die Jagd gehen. Ist nicht so gesund. Du siehst Sternchen, das ist gut. Töte dich. Es hat sich selbst getötet. Cool. Sehr gut. Level up für Sablo. Aua. Ich bin so hungrig. Ja, sorry. Gibt's nicht. Hallo. Du, geh weg. Warum? Ich dachte, du musst auch hier sein. Oh ne, du hast jetzt diese Viecher. Oder dieses Vieh, besser gesagt. Du hast hier nur eins. Aber ich kann das da. Okay, ich kann nicht weg. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Shit. Okay, Kratzfuge geht. Besser als irgendeine Elektroattacke. Wobei, ich bin ja Boden, glaube ich, auch. Soviel ich das weiß. Denke ich mal. Dann ist schon cooler. Au. Oh.
halte ich nicht mit meiner Energie. Okay. Ich krieg das hin. Nein! Ein anderer kam. Ich weiß nicht, wo er gegangen ist. Sie muss ihn mitgenommen haben. Kuck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 
Aber der Part ist sowieso zu Ende. Ich speichere hier nochmal. Und dann würde ich sagen, besiegen wir die Käferkönigin beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.